Ja, heute bei Wie gesagt spreche ich mit Matthias Fischer vom Dritten Weg über seinen politischen Werdegang und die politische Lage aktuell. Bleibt auf jeden Fall dran. Ja, hallo Matthias, stell dich doch mal ganz kurz den Leuten vor, die dich nicht kennen. Ja, grüß dich. Ja, mein Name ist Matthias Fischer. Ich bin derzeit Parteivorsitzender der Partei Der Dritte Weg. Bin 45 Jahre alt und ja auch schon seit vielen Jahrzehnten im nationalen Lager aktiv. Ja, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ja. 45 Jahre alt heißt, wann bist du zur Politik gekommen sozusagen oder die Politik zu dir? Ja, da war ich noch relativ jung gewesen, damals mit zarten 14. Bin ich ins nationale Lager gekommen. Welche Region? Das war damals in Nürnberg gewesen, in Franken. Hab ja meine Kindheit in der DDR verbracht gehabt und bin dann mit 11 Jahren nach Nürnberg gezogen. Da hatten wir Familie gehabt. Okay. Das war damals schon 89 gewesen. Und ja, habe mich dann erstmal da so ein bisschen sozialisiert in den, war ja für mich alles neu gewesen, ja auch ganz klar. Ich war eher geprägt natürlich durch die Zone und bin dann in den Westen dort gekommen und ja, habe das. War das ein Kulturschock damals schon oder noch nicht? Ja, ich war, denke ich, noch zu jung gewesen, um das so zu verarbeiten. Im Nachgang kann man natürlich vieles so deuten. Mhm. Was natürlich schon schwierig für mich war, dass ich es anders gewohnt war, wie man hier quasi seine Freunde sich eben aussucht. Ja, also DDR muss man natürlich sagen, wir waren da ja nicht so luxusaffin oder jetzt den Konsum so, ist ja logisch, wir waren eher mehr alle gleich gewesen und dann hat man sich seine Freunde eher nach dem Charakter ausgesucht. Ja. Musste ich natürlich in der Anfangszeit hier auch erstmal lernen, dass das hier andere welche Schuhe man trägt. Dass es eher um Äußerlichkeiten ging und nicht unbedingt, was für ein Mensch man eigentlich ist. Und das war, glaube ich, auch so mit der Punkt gewesen, dass man sich bestimmte Kreisen dann eher angenähert hat, wo das noch eine Rolle spielt. Ja, also was wirklich auch Loyalitäten angeht oder eben eine Sache durchzuziehen von Anfang bis Ende und nicht irgendwo mal hier, mal da oder sich in Freundeskreisen auffällt, nur um dabei zu sein, ohne sich eigentlich damit wirklich identifizieren zu können. Und so kam ich dann eigentlich recht zügig dann in nationale Kreise rein, habe dann so meine ersten Berührungen gehabt in Nürnberg mit nationalen Strukturen. Was zur damaligen Zeit noch die NPD eben war, die ja doch überall eher mehr präsent war. Und ja, dann hat man halt die ersten Leute so kennengelernt gehabt und sich dann auch eingebracht in Strukturen. Und so hat die Entwicklung dann seinen Lauf genommen. Was war mit FAP damals? Sie war doch, glaube ich, in Süddeutschland auch recht gut. Die habe ich bei uns in der Region eigentlich nur noch so in ihren Endtagen kennengelernt gehabt. Die gab es schon, auch in Franken. Aber das war dann schon nur so die Zeit, wo klar war, dass da das Verbot kommt. Und das war dann auch nicht mehr so relevant in dem Sinne. Und dann hast du dich da schon parteipolitisch engagiert oder mehr so, ja gut, ich gehe mal da zum Stammtisch und höre mir das mal an oder zum Kameradschaftsamt damals oder war das schon, ja, jetzt möchte ich was bewirken? Ja gut, ich würde also mal sagen, wollte man meine Anfangszeit, würde ich mal sagen, war es dann doch eher die Subkultur, die einen da mehr gezogen hat, als jetzt das parteipolitische Leben, zumal man ja auch sagen muss, dass die Verhältnisse da ja auch eher so geprägt waren, dass man als junger Mensch, wenn man da jetzt mit 14, 15 in solche Strukturen reinkommt, das war jetzt nicht unbedingt das, was als junger Mensch jetzt abholt. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, so Hintergrundinformationen, auch gerade das Politische, das kriegt man natürlich schon eher über die Schiene mit, aber das, was einen dann die Freizeit gestaltet, das war dann schon eher so dieses Subkulturelle gewesen. Ja. Und dann hat man natürlich eher so in den eher unorganisierten Kreisen sich erstmal bewegt. Freundschaften haben sich dann da natürlich entwickelt und man ist dann halt mehr oder weniger ist dann da reingewachsen. Ne. Natürlich entwickelt man dann auch mehr seine Vorlieben für bestimmte Betätigungen. Na, ist ja klar, es gibt solche und solche Leute. Es ist ja alles vertreten gewesen in der damaligen Zeit. Aber es war schon von Anfang an eher auch bei mir so, dass die Politik immer mehr Raum eingenommen hat. Ja, also ich bin zwar auch eine Zeit lang auf Konzerte gefahren und alles, wie das halt natürlich so ist in der Jugend, möchte man sich ja noch in der Sturm- und Drangphase ausleben. Ich würde auch so glatt sagen, dass die Zeit damals gar nicht so politisch war. Also bei uns zum Beispiel in Dortmund war es auch nicht so politisch. Also natürlich, klar, man hat Demos besucht, man hat mal Flugblätter verteilt, aber im Endeffekt hat man dann Konzerte besucht und beim Kameradschaftsabend wird das Bierchen getrunken. Ja, ja gut, es ist rückblickend kann man immer alles natürlich ganz anders deuten. Ne? In der Zeit, wo man es erlebt, ist alles neu. Ja.
Und wenn man dann natürlich zurückblickt, das war bei mir genauso. Also wenn ich jetzt in meine Zeit zurückblicke, sind viele Sachen dabei, wo man auch denkt, oh Gott, hätte das sein müssen unbedingt oder war es das wirklich? Aber es ist halt auch das, was mich ja in meiner Entwicklung ja dann auch weitergebracht hat, wo man sich natürlich dann irgendwann die Frage stellt, ob jetzt dieses Leben, Konzerte, Feiern oder halt, reicht das aus? Ist das alles um uns in dem, was man ja eigentlich möchte, dass man jetzt hier die Verhältnisse als Problem ansieht? Das war ja für mich auch eine Problematik, diese Sozialkritik, die ich schon ziemlich zeitig dann hatte, wo ich gesagt habe, dass der Kapitalismus mich überhaupt nicht anspricht. Ja, weil ich halt sehe, um was es hier geht, als viele Oberflächlichkeiten. Die Menschen, die jetzt dann hier geprägt wurden durch den Kapitalismus, mit denen bin ich eigentlich überhaupt nicht klargekommen. Ich war es halt einfach anders gewohnt in meiner Jugend noch und habe das natürlich auch vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das habe ich auch hier meine Zeit lang, als ich im Westen gelebt habe, das waren ja fast 26 Jahre, die ich in Nürnberg verbracht habe. Und das hat mir immer irgendwo gefehlt. Ja, natürlich, man hat das über die politischen Strukturen ersetzt und wollte ja eine Veränderung und will die nach wie vor in anderen Menschen. Und das, was die BRD da eben geliefert hat, hat mich nie abgeholt. Also das war immer eine Sache für mich, als habe ich immer als mich selbst auch immer als Fremdtod gesehen. Ja. Mhm. Natürlich jetzt auch noch so, muss ich ganz klar sagen, auch wenn ich jetzt wieder in alten heimatlichen Gefilden bin, man merkt ja trotzdem, wie sich auch da die Menschen verändert haben. Wie das, was das System ausmacht, die Gesellschaft, alles sich verändert, dem anpasst und das. Die Menschen verändern sich auch. Also die Menschen werden ja auch in einer gewissen Art durch die Medien und durch den Konsum sind die ja völlig verblendet und völlig verändert. Und dadurch hat sich ja die allgemeine Gesellschaft geändert, nicht nur durch Zuwanderung. Ja. Also das ist leider... Ja gut, das war ja auch noch eine Sache, die für mich auch ziemlich neu war. Wir hatten es zwar bei uns auch gehabt, ich bin Plattenbausiedlung in Chemnitz groß geworden. Ich bin zwar in der Uckermark geboren, aber meine Jugend eigentlich in Chemnitz verbracht. Und wenn du da natürlich, kanntest du ja auch deine Vietnamesen, die dann da im Block gelebt haben und dann an ihr Sinsern rumgespielt haben. Und man kannte die Gastarbeiter, die da auch tätig waren, aber die haben nie eine Rolle gespielt. Ja, die waren da, aber haben in dem Sinne kein Problem dargestellt. Und wenn du natürlich dann in den Westen Deutschlands kommst, und es war zur damaligen Zeit, Ende der 80er Jahre, da hast du dann natürlich erstmal ganz andere Nationalitäten noch gesehen. Und das kannte man dann auch auf der Schule, hatte ich das natürlich auch. Und zu der damaligen Zeit hatten wir in Deutschland 3,5 Millionen Ausländer. Ja, und das war trotzdem für uns schon so ein Gefühl, auch gerade in nationalen Kreisen dann natürlich, hat man ja auch schon das Gefühl gehabt, dass das schon zu viel ist. Ja. Ja. Jetzt wissen wir im Jahr 2023, wir haben jetzt 24 Millionen Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund in Deutschland. Und was soll man jetzt sagen? Ne? Also man sieht halt, wie sich das alleine in den etwas über 30 Jahren, wie sich das gewandelt hat mit was wir jetzt zu tun haben und was man damals schon für Empfindungen hatte, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie man sich jetzt fühlt. Ja. Ja, vor allem, wenn man das dann auch sieht, wie eben Bereiche jetzt wie die ehemalige DDR mit damals knapp 17 Millionen Menschen, die ja homogen gelebt hat, wie sich das jetzt schon aufgebrochen hat, auch da Überfremdung in den Großstädten ganz klar zu spüren sind. Da brauche ich bloß nach Leipzig zum Beispiel gucken. Das ist ja die einwohnerreichste Stadt in Sachsen. Und wenn ich da jetzt hingucke und sehe, dass da jeder Fünfte auch schon Migrationshintergrund hat, also über 100.000 Menschen allein in Leipzig. Und jeder Zweite wahrscheinlich links ist. Ja gut, das vielleicht jetzt nicht unbedingt. Das ist ja auch so ein gewisser Mythos. Das will ich jetzt auch nicht so überbewerten. Aber ja, klar, auch da würde ich jetzt sagen, ist kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ach, was geht's uns gut. Aber ja, ich habe da meine Zeit im Fränkischen verbracht und mich politisiert, meine Erfahrungen gemacht in den nationalen Zusammenhängen, die es ja damals gab und ja mit allen Licht- und Schattenseiten, die es natürlich gibt. Und jetzt versucht man natürlich mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, mit dem Gesamterlebnis, was einen bisher jetzt eben den Weg geebnet hat, Fehler nicht nochmal zu machen. Es gab damals Fränkische Aktionsfront, sagt ihr das was? Die gab es auch noch, ne? Ja. Okay, da warst du da irgendwie involviert? Ja, ich habe das nur so im Hinterkopf, dass die mal egal. Ja, da gab es auch ein Verbot. Genau, die wird dann verboten. 2001 oder 2 war es, glaube ich, gewesen, so schon eine Ecke her. Wurde die dann eben verboten und wurde da als informeller Führer gesehen bei der ganzen Geschichte auch. Das war dann, das war so zur Jahrtausendwende so, wo das sich zusammenfand da in der Region, wo halt auch eher so in diesen Zeiten der freien Strukturen Menschen tätig waren, da junge Leute tätig waren halt eben, wo man quasi sich dann so entwickelt hatte.
hat dann eben zum Verbot geführt. Das war ja auch gerade so eine Phase, wo der Staat dann wieder zugeschlagen hatte. So wurden ja dann viele freie Strukturen verboten, meistens immer unter dem gleichen Deckmantel des Systems, wenn man immer sagt, hier Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus ist immer eine Sache gewesen, die schnell auf den Tisch kam. Wobei es dann ja auch eher immer darum ging, einfach oppositionelle, nationale oppositionelle Strukturen einfach zu kriminalisieren und zu dämonisieren. Da wird ja das Schwert rausgeholt und gerade im westlichen Teil Deutschland funktioniert das ganz gut, auch dann die Menschen davon abzuschrecken und wenn man mit solchen Begrifflichkeiten dann noch romantiert. Und da hat es ja schon ausgereicht, wenn man auf legale Veranstaltungen gegangen ist. Das wurde einem dann zum Verhängnis in dem Sinne, da stand auch so ein Verbot damals drin, dass man eben Teilnehmer war auf einer Veranstaltung, um eben dem Geschehnissen um Rudolf Hess zum Beispiel zu gedenken oder eben darauf hinzuweisen, dass es vielleicht Sinn machen würde, da die Geschichte auch mal anders zu betrachten, auch gerade was sein Ableben angeht und dergleichen. Und allein das hat ausgereicht, um quasi einen Verbotshammer zu spüren. Okay. Ja, dann geht es ja nicht immer um Straftaten, auch Sachen, die uns vorgeworfen wurden, die man aber dann in der Klage im Nachgang dann wegbekommen hat. Also das ist alles vom Tisch gefallen, aber das Verbot natürlich trotzdem gehalten. Bisher hat bis jetzt jedes Verbot gehalten, was in der BRD ausgesprochen wurde. Ja. Auch wieder so eine Erkenntnis, die man dann feststellen musste, dass quasi, wenn man es mal so betrachtet, die BRD, so wie sie existiert, mehr Verbote ausgesprochen hat als die DDR und das Dritte Reich zusammen. Ja? Mhm. Also nur, dass man mal weiß, wo wir leben. Mhm. Ja? Und wenn man das natürlich dann wieder berücksichtigt und dann eben so einen Werdegang gemacht hat, schon zwei Systeme erlebt hat, wobei natürlich immer mit dem Finger auf das andere gezeigt hat, wie schlimm es da war. Und dann lebt man jetzt im freiesten Staat, der hier auf deutschem Boden existiert hat. Und man kann erleben, wie halt dann mehr Menschen von Verboten betroffen wurden in diesem freien Staat, als das in irgendeiner sogenannten Diktatur vorher der Fall war. Das ist natürlich dann immer interessant und ja, man darf sich seinen Teil denken, aber letztlich konnten wir ja auch sehen in der jüngeren deutschen Geschichte jetzt, wie sich eben alles so gestaltet. Und es trifft halt eben nicht nur Leute, die an den Rand gedrückt werden politisch, sondern jetzt eben durch Corona zum Beispiel, wo auch breitere Gesellschaftsschichten mal erleben konnten, was es heißt, wenn man entrechtet wird, wenn man stigmatisiert wird durch das, was man macht oder vielleicht denkt oder sich eben nicht so anpassen möchte, wie der Staat das will. Das haben wir ja erleben können. Und ich denke mal, mit den Nachwehen dieser ganzen Konstellation, die dann da stattgefunden haben von den Herrschenden, sind wir jetzt auch in dem Stadium in unserer Gesellschaft, die wir so momentan haben, dass halt immer mehr Menschen auch merken, dass hier irgendwas nicht richtig läuft. Mhm. Ja. Fränkischer Aktionsfront, verboten. Danach gab es, glaube ich, das Freie Netz Süd, wenn ich mich rechten Sinne, was auch verboten wurde. Ja. Ich glaube, fast ein Jahr oder so nach dem NWDO damals, also nach unserer 2014. Verbot irgendwie. Ja, dann zwei Jahre später, kam dann kam das Verbot. Dazu, willst du dazu noch was sagen? Da gab es doch auch Immobilien, da wurde doch auch ganz viel beschlagnahmt und so. Das war ja ähnlich wie hier. Ja, letztlich, das war, es wird natürlich immer so hingestellt, auch gerade natürlich vom Staat, um das Verbot dann natürlich auch wieder zu rechtfertigen, dass das natürlich von der Hierarchie her völlig durchstrukturierte Organisation war, was es ja so nie war. Das konnten wir bloß nie natürlich uns äußern dazu, weil es auch gar keine Verfahren gibt in der Richtung, wo man das eben machen kann. Es ist auch eine Schwierigkeit mit diesen Verfahrensklagereien. Total. Also man muss sich nämlich erstmal zum Verein bekennen, um klagen zu können. Also es ist eigentlich ist es Irrsinn, aber andersrum war es ja bei uns so. Also wir haben ja dann gesagt, wir würden klagen als Nationaler Widerstand Dortmund. Sie haben ja einen Vorstand, ne? Also der Staat hat einen Vorstand konstruiert, das waren 6 Personen oder 8 sogar. Dann haben diese 8 Personen haben dann geklagt. Jeder hat gegen dieses Vereinsverbot geklagt. Naja, und dann ist rausgekommen, ja, nee, es hätten ja alle Mitglieder klagen müssen. Klage abgewiesen, Bums. Also von daher Geld verbrannt. Ne? Und im Endeffekt, es wurde, glaube ich, bis jetzt kein Verbot gekippt. Ich denke, es ist immer wichtig zu klagen, auf jeden Fall. Man sollte gegen alles Mögliche klagen. Aber es ist trotzdem schon interessant, wie dann da vorgegangen wird, dass dann da gesagt wird, es hätten alle Mitglieder klagen. Es waren 65 Mitglieder. Konnten nicht alle klagen oder haben nicht alle geklagt und schon konnte man dann nicht mehr dagegen vorgehen. Also es war ja da auch so gewesen, dass, glaube ich, über 40 Leute da zu diesem engeren Kreis wohl gezählt wurden. Da waren Leute dabei, von denen habe ich nie was gehört. Da waren Leute dabei, die vielleicht mal an einem Infostand oder irgendwo dran teilgenommen wurden, aber dann halt mit hingezählt wurden oder haben mal irgendwo ein Transparent gehalten und dann waren sie mit dabei. Wir hatten einen in der Psychiatrie.
Bei den 65 Leuten, alle abenteuerlich. Man, außer einen, den haben anderen Leute besucht, der saß in einer geschlossenen, in Applerbeck. Also hier in Applerbeck ist eine geschlossene Psychiatrie und da saß der drin. Und der hat irgendwie das Zeug erzählt. Den haben sie einfach damit rein. Und jetzt ist klar, wenn alle klagen sollen, ne, also so im weiteren Sinne dann darüber mal nachgedacht. Ne? Eine gewisse Schwierigkeit natürlich und man hat auch da natürlich geklagt, ist ja logisch, man möchte sich ja wehren gegen die Repressionsmaßnahmen, zumal man ja da auch immer mit Sachen eben betitelt wird, wo man sich ja selber gar nicht sieht. Ja, also der Staat behauptet Sachen, natürlich, die schieben sich das hin und her, die Geheimdienste, damals eben das Bayerische Staatsministerium und alles, also jeder hängt ja da irgendwo drin und du bist der letztlich, der es ertragen muss mit allem, was dranhängt. Das war damals 2014, also die Voraktion, die es da gab, es gab ja erstmal eine Vorermittlung quasi, ob überhaupt das als Verein zu gesehen werden kann. Ich glaube, da gab es erstmal Hausdurchsuchungen und dann ein Jahr später oder so kam dann das Verbot. Die größte bayerische Aktion, die es damals gab nach 45, wo über 700 Polizisten ausgerückt sind und sich Objekte eben durchsucht haben und dergleichen, auch Arbeitsplätze, alles Mögliche ist da abgelaufen, um quasi Beweismittel zu finden, um festzustellen, ob das vereinsähnliche Strukturen sind. Ja. Und im Anschluss 2014 dann, ich glaube, es ist ein halbes Jahr später, wo das dann, glaube ich, war, gab es ja dann eben dieses Verbot. Da wurde dann bloß noch ein schriftlicher Zettel reingeschmissen. Da gab es auch keine Hausdurchsuchungen mehr. Es gab ja damals noch eine Immobilie, die da von den Eltern von einem, der da auch mit involviert war, mit dazugezählt wurde, die beschlagnahmt wurde. Ich hatte damals noch einen Versand gehabt mit einem. Das wurde auch beschlagnahmt, da wurde auch geklagt. Mhm. Da haben wir jetzt übrigens nach 9 Jahren jetzt erstmal die Immobilie quasi, hat die Mutter dort wiederbekommen. Mhm. Musste ja auch geklagt werden. Das sind dann natürlich alles Zustände unvorstellbar. Wenn man dann selber nicht in sowas involviert ist und da reinkommt, und weiß, was da abläuft, kann man sich das nicht vorstellen, was da in dem Staat möglich ist. Und das erlebt man ja heute auch immer wieder, gerade was Immobilien angeht, wie der Staat versucht, sich da zu wehren und was da möglich ist. Und das war ja damals auch ein Präzedenzfall letztlich, dass eine Immobilie von jemandem beschlagnahmt wurde, der letztlich mit dem Vereinskonstrukt, das der Staat da zusammengeschustert hat, ja tatsächlich nichts zu tun hatte. Ja? Und dass, wenn natürlich sowas unbeantwortet bleibt, dann können wir uns vorstellen, in einem so repressiven Staat, in dem wir uns jetzt bewegen, welche Tür und welches Tor da geöffnet wird. Also sie machen es ja auch. Also sie machen es ja. Also bei gewissen Rockerclubs und so weiter wird das ja auch durchgeführt. Na, ich meine, die klagen auch dagegen. Deswegen ist dieses Urteil eventuell auch sehr interessant. Na, da haben sie ja auch dann einfach gesagt, die Vereinsheime werden beschlagnahmt, weil sie wussten ja, dass sie dem Verein das zur Verfügung ja, natürlich, aber woher soll man denn wissen, dass die da vielleicht angeblich irgendwelche kriminellen Dinge, weil die sind ja, erstmal sind sie ja legal. Ne? Wenn ich jetzt natürlich an jemanden einen verbotenen Verein vermiete, ist das logisch, aber woher soll ich das wissen als Vermieter? Ne? Also das ist war übrigens auch eben die Begründung des Staates, war ja eben auch gewesen, dass quasi die Besitzerin des Objekts quasi, was ihr vorgeworfen wurde, eben wissentlich eine verfassungsfeindlichen Organisation ihr Grundstück oder ihr Haus zur Verfügung gestellt hat. Dann ist es natürlich lustig, wenn man zu der Zeit, wo man sowas mitnutzt, und es natürlich auch verschiedene nationale Strukturen genutzt haben, zumal ja eben das Freihandel Süd eben keine starre Organisation war. Das war ein informeller Zusammenschluss verschiedenster Kameradschaften, die individuell zu bestimmten politischen Themen sich zusammengefunden haben oder eben nicht. Mhm. Ja, das ist ja das Schwierige dabei gewesen. Wurde das halt eben einfach mal so vom Staat als eine Organisation dargestellt und der Rest halt eben ausformuliert und dann war es, wie es war. Mhm. Ja, und das Problem ist halt eben auch da gewesen, wie will man sich dagegen wehren? Wenn es wäre jetzt genauso mit jeder nationalen Struktur, die es irgendwo gibt, ob Partei oder wie auch immer, wenn ich jetzt in eine Gaststätte reingehe und dort regelmäßig meinen Stammtisch durchführe und man den Wirt dann irgendwann, wenn es mal ein Verbot gibt, den Vorwurf, ja, die Kneipe eben beschlagnahmt, weil er uns dann in dem Fall ja dann einer verfassungsfeindlichen Organisation die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, dann ist hier alles vorbei in dem Sinne. Aber auf dem Weg sind wir, ja. Naja, klar, der Staat weiß zu überraschen. Im negativen Sinne täglich. Ja, vollkommen. Ja. Gut, also das, wie gesagt, diese Klage wurde jetzt vor kurzem dann gewonnen, quasi fast 9 Jahre später wurde das gewonnen. Das heißt, man kann jedem immer nur raten, sich zu wehren, irgendwie rechtlich zu versuchen, mit Anwälten dagegen vorzugehen. Manche Dinge haben keinen Sinn, aber ich persönlich bin immer ein Freund davon zu klagen, egal ob Versammlungsverbot oder ob sie dir dein Objekt wegnehmen oder sonst was. Man muss halt immer versuchen, dagegen vorzugehen und gegen die Repressionen vorzugehen. Weil manchmal raffen die Richter auch, dass es totaler Schwachsinn ist, was da abgeht.
Ja. Letztlich ist es ja auch eben ein Acker, der beackert werden muss, oder eine Kampfstätte, die wir haben vor Gerichte. Sie sehen, jeder, der auf der Straße aktiv ist, weiß, dass man das, was wir auf der Straße haben, nicht haben, weil es hier ein freiheitliches Land ist, ja, wo jeder eben auf die Straße gehen kann, wie ein beliebt, sondern wir müssen in regelmäßigen Abständen vor den deutschen Gerichten erstmal den sogenannten Demokraten zeigen durch Gerichtsbeschlüsse, was tatsächlich Freiheit ist oder sein kann. Weil wenn es nach denen gehen würde, dann hätten wir hier gar keine Freiheit. Ne? Also definitiv. Das ist, und das muss man eben halt vor Gericht machen. Und da braucht es halt Leute, die dann auch im Zweifelsfall Sitzfleisch brauchen. Weil 9 Jahre ist kein Pappenstiel, ist klar. Nee. In der Zeit musste trotzdem Grundstückssteuer bezahlt werden und, und. Ja, obwohl du das Grundstück nicht betreten durftest und dergleichen. Das muss man ja alles mal sehen. Und wer macht denn sowas mit? Ja, also das Hut ab natürlich auch vor der Mutter jetzt, von die ja eigentlich in dem Sinne das arme Schwein in der ganzen Geschichte war. Und die musste ja raus da aus dem Haus, oder? Oder hat die da lang? Es war ein Mieter drin, nee, sie war da nicht mehr drin, aber es war ein Mieter drin, aber die mussten auch an den Tag der Beschlagnahmung, das war ein Mittwoch gewesen. Ja. Hausdurchsuchung immer wieder mittwochs. Die mussten da raus, ja. Also die konnten auch nicht viel mitnehmen. So. Und dann konnte man nur im Anschluss dann Termine ausmachen bei der Regierung Oberfranken, die zuständig waren, und konnte dann vielleicht eventuelle wichtige persönliche Akten, was auch immer, dann in Absprache da rausholen. Ja. Das sind alles so Dinger, die kriegt ja kein Mensch mehr mit dann. Ne? Das sind so Sachen, wo einem aber wieder mal offenbart wird, wie das funktionieren kann, ja? Wenn man hier. Wie frei man hier leben kann. Ja. Ja. Dann Freies Netz Süd, Verbot. Wie ging es dann weiter? Man muss dazu sagen, dass selbst schon zu Zeiten, wo eben die Kameradschaften da auch um dieses Netz Süd rumgeschwört sind, gab es ja trotzdem immer schon Berührungspunkte eben auch mit parlamentarischen Organisationen wie jetzt der NPD. Mhm. Also da waren ja nun auch schon manche Mitglied gewesen, unter anderem ich ja auch schon. Das ist auch eine Lüge, ne, dass das so hingestellt wird, oh, Freies Netz Süd ist verboten, dann sind sie in die Partei gegangen als Schutz und so, das stimmt so nicht. Ja. Also ich war schon Ende der 90er Jahre Mitglied der NPD gewesen. Das haben sie bei uns ja auch behauptet und aber bei uns waren halt etliche Leute aktiv, schon. Ja, genau. Also, genau. Klar, ne, damals war das noch so, gerade in der Anfangsphase, wo man sich politisiert hat, da hat man ja immer so das Gefühl gehabt, man muss alles unterstützen, was national ist. Ne. Kann ja nicht genug geben, was in die Richtung arbeitet. Und dann war das eben ein Beiwerk gewesen. Aber natürlich, wenn man von einer Sache jetzt überzeugt ist, man weiß, die Verhältnisse hier in dem Land sind unerträglich, wir müssen was machen. Und dann natürlich passiert einem noch sowas. Wie dieses Verbot mit den Repressionen, mit allem, was da dran hängt, wenn man das sieht, wie einzelne Leute dann da aus ihren Verhältnissen, wie sie kriminalisiert werden, welche Nachteile sie auf der Arbeit haben und. Man sieht es, wie Wohnungen oder Häuser, die Nachbarn da versucht werden, gegen einen aufzubringen. Das, die arbeiten ja dran. Wenn sie nicht so brechen können, versuchen sie die Existenz in irgendeiner Form eben zu zerstören. Und wenn man das mitbekommt, dann zieht man sich nicht zurück. Jedenfalls nicht, wenn man von dem, was man macht, überzeugt ist. Ja? Sondern man sucht natürlich Möglichkeiten eben weiter daran zu arbeiten, dass die Verhältnisse sich einfach langfristig ändern. Und das ist natürlich die Mittel, die einem zur Verfügung stehen, die nutzt man. Und so kam natürlich auch der Weg dann in die NPD, wo ich dann auch über ein paar Jahre dann Funktion ausübte. Also nach dem Freien Netz Süd warst du noch dann in der NPD aktiv? Oder mehrere Leute? Nee, das war sogar vor dem Freien Netz Süd war das schon gewesen, dass ich in der NPD war. In der NPD bin ich rausgegangen. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube 2008 oder 2009 war da für mich war es vorbei gewesen. Danach kamen wieder die freien Strukturen mehr zum Tragen. Es ist halt immer so ein Wechsel. Man muss ja immer gucken, welche Möglichkeiten gibt es, um am effektivsten arbeiten zu können. Ja. Na, und das ist halt immer die Frage, die Sache der Zeit. Ja. Wie ist die Großwetterlage draußen? Mit was kommt man hier halt eben voran? Ja. Ist ja natürlich, wir wissen alle, wir sind hier, wir arbeiten, wir köcheln auf kleinsten Öfen. Ja. Und man muss mit denen arbeiten, was zur Verfügung steht. Und um viele Menschen zu erreichen, ist halt immer die Frage, wie kommt man in die Öffentlichkeit? Und das gab natürlich dann die Zeit noch der freien Kameradschaften, die in der Hochphase, das wissen wir ja alle, gerade auf der Straße sehr präsent war. Das war ja auch zum Teil erfolgreich. Wenn wir uns daran erinnern, dass es hier Demonstrationen gab mit bis zu 8000 Teilnehmern und solchen Sachen, dann kann man ja nicht von der Hand weisen und sagen, oh, das hat nie was gebracht oder das bringt nichts. Sondern es gab schon Zeiten, wo man damit Öffentlichkeit herstellen konnte, genauso wie wir die auf parlamentarischer Ebene mal hatte. Ja. Ja, die Frage ist halt immer nur, was macht man draus und bleibt man dogmatisch an bestimmten Sachen hängen oder nutzt man die Möglichkeiten, die man halt eben hat, einfach effektiv
um letztlich in eine bessere Ausgangsposition zu kommen. Ja? Also die NPD-Zeit, das war auch schon vor dem Freinetz Süd gewesen, wo man da auch verschiedene Ämter bekleidet hatte, was mir natürlich auch den Einblick in eine parlamentarische Organisation schon gebracht hatte, wo man viel lernen konnte, natürlich auch fürs Leben. Definitiv. Und wenn man natürlich viele Sachen Einblick bekommt und dann auch weiß, dass halt viele Sachen nicht richtig laufen, dann sage ich jetzt mal so, wir wissen ja selber, wenn man es mal genau betrachtet, welchen Verhältnis oder in welchem Stadium wir uns momentan befinden als nationales Lager. Ja, das ist ja auch eine Sache, die wir in unseren Schriften ja auch schon dargelegt haben, wo wir ganz klar gesagt haben, dass man uns ja eigentlich eher als gescheitert ansehen muss. Mit dem Stand, den wir momentan haben, welchen Einfluss wir auf die Bevölkerung bisher ausrichten konnten oder was für Strukturen wir uns aufbauen konnten, langfristig gesehen, muss man ja sagen, sieht es ja eher überschaubar aus. Wenn man weiß, wie viele Jahrzehnte man schon arbeitet in nationalen Kreisen. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo man auch da, also ich bin ja mehr oder weniger nicht im Guten gegangen. Aber dann musst du ja auch überlegen, also jetzt gut, unabhängig von der Parteiarbeit, ne, wie dass die Repressionen bei manchen mehr reingeschlagen haben als woanders. Ne, ich meine, wenn, also für gewisse Leute, die vielleicht mal erfolgreich waren, es gab ja viele Leute auch, die, weiß ich nicht, 5 Jahre Vollgas gegeben haben und dann waren sie weg, da ist das halt einfach familiär und kopfmäßig. Sind die Repressionen da zu stark? Weil wenn du weißt, du kennst ja selber das Problem, wenn immer auf dich reingehämmert wird, und das also erleben wir ja, denke ich mal, schon beide seit über 20, 30 Jahren, so, dann irgendwann resigniert man. So kann ich mir das erklären bei vielen Dingen, die gescheitert sind. Also in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten, sagen wir es mal so. Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Also entweder man hat die Energie und macht was Eigenes und versucht weiter, wenn man jetzt weiß, dass irgendeine Struktur oder irgendwas, was abläuft, nicht richtig ist. Oder wenn man das Gefühl hat, das bringt uns nicht weiter. Ja? Vor allem, wenn man eben nicht mit einer Organisation oder wie auch immer was verheiratet ist. Und jetzt meint, man muss da bis zum bitteren Ende in der Kohle liegen bleiben mit dem Vehikel. Oder man sagt, oh nee, ich sag's auch immer wieder zu unseren Leuten. Ja? Von der Regel her gesehen, wir haben, wenn alles gut läuft, je nachdem, welchen Lebensstil man verfolgt, hat man 60 Jahre auf dem Planeten, wo man seine Lebenszeit, solange man noch einigermaßen funktionsfähig ist, sinnvoll einsetzen kann. Jetzt ist die Frage, wie nutze ich die Zeit? Nutze ich die jetzt damit, dass ich mich damit beschäftige, versuche eine Organisation von innen heraus zu verändern, um irgendwann mal in der Lage zu sein, dann tatsächlich mal sich um das zu kümmern, auf was es ankommt, nämlich politisch erfolgreich zu sein? Oder akzeptiere ich einfach, nachdem man festgestellt hat, dass das halt eben, dass die Verhältnisse so sind, dass man da nicht gerade effektiv arbeiten kann, dass das eben nichts ist, verlässt es und versucht es eben besser zu machen. Ja? Oder eben, wie es halt manch einer dann auch gemacht hat, dass er sich halt resigniert ins Privatleben zurückgezogen hat. Ich meinte das gerade gar nicht nur parteimäßig. Also ich bin auch kein Parteisoldat in irgendeiner Form, sondern für mich persönlich ist es einfach ein Grund, warum viele Dinge gescheitert sind oder eine Erklärung, dass einige Leute einfach nicht das Sitzfleisch hatten, wie anderes haben. Wobei ich bin jetzt kein Gegner von Parteien in dem Sinne, also als Struktur, wenn man es halt ordentlich macht. Ja? Also wenn man es richtig macht und das halt ordentlich nutzt. Ich meine, man darf ja eins nicht vergessen. Ziel muss es ja sein, breitere Gesellschaftsmassen anzusprechen. Ja? Das kann ich natürlich mit einer Kameradschaft jetzt, halt, wo ich überschaubar 20 Leute um mich herum habe, kann ich das gar nicht erreichen. Ich kann damit auch nicht alle Altersklassen oder Generationen des Volkes ansprechen. Das werde ich nicht. Ja, und ich kann vielleicht die Jugend ansprechen, je nachdem, wie ich mich nach außen hin verkaufe. Aber ich kann nicht quasi das ganze Volk ansprechen, wenn ich jetzt den gestandenen Handwerker habe mit seiner Familie, der im Mittelstand tätig ist oder wie auch immer. Der wird sich doch nicht angesprochen fühlen. Das ist klar. Durch eine Kameradschaft oder irgendwas. Also das ist auch teilweise, das haben wir auch gemerkt, so eine gewisse Selbstbespaßung irgendwo. Ja, man merkt das ja dann. Die Leute haben ihre Sturm- und Drangphase, die durchleben sie dann. Und dann merkt man schon, dann kommen andere Interessen, weil dann die Verantwortung im Leben steigt. Man hat Familie, man hat Verantwortung vielleicht im Beruf. Und die Interessen verschieben sich, der Fokus verschiebt sich dann irgendwo. Und dann ist die Frage, ist das noch kompatibel, so wie man agiert? Ja, und dann, dazu kommt natürlich auch noch, dass der Staat natürlich auch nicht doof ist in dem Sinne. Und bestimmte Erscheinungen, die es dann immer wieder gibt, eben in dem Fall auch die freien Kameradschaften, die es ja eine Zeit lang sehr massiv gab, eben durch Verbote, die ja massiv auch dann zugenommen hatten. Definitiv. Ja, es gab erst die normalen Vereinsverbote, so wie es uns ja noch, wie wir es ja noch erlebt haben.
Dann kam das dazu, dass man das als kriminelle Vereinigung darstellt, wo wir dann im strafrechtlichen Bereich sind, was dann nochmal eine Schippe stärker ist, wenn dann Leute dafür in Haft gehen, weil sie eine politische Organisation in irgendeiner Form mitgetragen haben. Das schreckt natürlich auch ab. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, ich bin ein politischer Mensch, ich habe eine bestimmte Weltanschauung und möchte die nach außen hin tragen und möchte mit dran teilnehmen, hier eben die Verhältnisse zu verändern, dann weiß ich natürlich auch ein Verbot wird mich ja nicht davon abhalten. Das weiß ja der Staat auch. Und das wissen auch viele in den Institutionen oder auch in den etablierten Parteien, die das ja auch immer mittragen, auch immer wieder mal fordern. Auch da gibt es aber Stimmen, die genau wissen, dass es letztlich eigentlich sinnlos ist. Mhm. Dass ein Verbot eine Verdrängung ist, wenn es blöd läuft, sogar noch eine Radikalisierung nach sich zieht und. Zwei Tage nach dem Verbot des NWDO sind wir hier als Partei Die Rechte durch die Straßen gelaufen mit 100 Leuten. Da hat die Presse geschrieben, jetzt hat sich irgendwie nichts geändert, obwohl wir verboten wurden. Also im Endeffekt, sie haben die Leute ja nicht weggebekommen. Ne? Mhm. Also im Endeffekt, sie haben T-Shirts beschlagnahmt, ein paar Sachen beschlagnahmt, aber die Leute haben ja weitergedacht und sind dann halt parteipolitisch auf einmal aktiv geworden. Ne? Und das zieht sich ja bis heute. Ne? Ja, für uns oder für viele halt zu der damaligen Zeit, das war ja dann so schon 2013, war ja eben das Gründungsjahr auch dann unserer Partei Der Dritte Weg, wo dann viele natürlich sich Gedanken gemacht haben, bundesweit, welche Möglichkeiten hat man letztlich hier noch effektiv politisch zu arbeiten, unter welchen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, kann man hier wirklich so arbeiten, dass man nachhaltig hier eine Veränderung herbeiführen kann. Ja? Aber hätte man da nicht sagen können, pass auf, wir gehen jetzt alle in die NPD und dann schmeißen wir die ganzen alten Posten Leute da raus und bringen da frischen Wind rein, als Beispiel. Hm. Ja, diese Phase, das von innen heraus zu verändern, die hatte ich zum Beispiel ja schon gehabt. Hm. Ja, das waren ja eben meine Erfahrungen, die ich Ende der 90er Jahre dann eben bis 2008 oder 2009, wo ich ja eben, ich war im Landesvorstand gewesen, der NPD in Bayern, ich war JN-Landesvorsitzender gewesen, ich habe in dieses Geklünkel hineinschauen können, blicken können. Und mir war ja auch bewusst, das wäre ja auch der Grund meines Abgangs dort, dass ich da eben nichts verändern kann. Mhm. Ja, das ist ja eben das. Nutze ich meine Lebenszeit sinnvoll oder hänge ich mich an Sachen auf, die mir Zeit kosten. Ja? Mhm. Und wenn wir uns immer der Situation in Deutschland jetzt der Ernsthaftigkeit aussetzen, ja, dann muss mir einfach bewusst sein, dass ich keine Zeit habe dafür, mich mit Belanglosigkeiten auseinanderzusetzen, indem ich jetzt Mehrheiten schaffe, um jetzt die den Flügel durchzusetzen oder. Manch einer mag das machen, manch einer ist typisch deutsch, auch vielleicht Vereinsmeierei und liebt es, im kleineren Kreise dann so seine Dinger da durchzusetzen. Aber wenn man es mal ernsthaft sieht, ja, nach 45, Deutschland, ja, auch die nationale Bewegung. Auf welchem Niveau befinden wir uns bundesweit? Wie viele Räumlichkeiten haben wir, die wir nutzen können? Ja, wo kann die Jugend hingehen, ohne dass sie sich mit Ja und Bitte und Danke versammeln kann und muss sich rechtfertigen oder sonst was? Was haben denn die nationalen Strukturen in den letzten 70 Jahren hinterlassen? Ja, wenn jetzt ein 16- oder 17-Jähriger hierher kommt oder zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, mit 14 Jahren, ja, was wurde uns denn da geleistet? Also was wurde uns denn da hinterlassen? Wo konnten wir denn einsteigen, wo wir sagen, Mensch, klasse, da lässt sich ja arbeiten oder Mensch, was die hier aufgebaut haben, da war gar nichts. Und wenn man jetzt sieht, wie viele Strukturen oder wie viele Bundesländer gibt es, wo nicht mal eine Garage vorhanden ist, in Anführungsstrichen. Ich verstehe schon. Die da hinterlassen wurde von Strukturen, die, was ich, bald ihren 60. Geburtstag feiern oder was auch immer, da ist halt nichts. So, gebe ich dir zum Teil recht, ja, definitiv. Also da wurde sehr, sehr viel verpasst. Auch viele, die Posten hatten, haben die Gelder anderweitig investiert. Wir machen das ja jetzt hier auch schon ein paar Jährchen und haben da auch ein anderes Gefühl für, das stimmt. Aber wenn jetzt jeder so denken würde, also die nächste Generation, sage ich mal, in 10 Jahren auch, dann hätten wir vielleicht in 20 Jahren haben wir dann 5 Parteien, weil jeder sagt, ich will es anders machen oder ich will es besser machen. Hm. Ja, also das war das Argument, wenn du sagst, ich kann es nicht verändern, naja, dann es gibt natürlich immer was Neues. Ich weiß, es gibt natürlich im nationalen Lager und das sind natürlich Fragen, gerade in unserer Anfangszeit, dann, mit denen man sich immer auseinandersetzen musste, ist diese Warum. Genau. Warum denn jetzt noch eine Partei? Ist auch eine Frage. Wir sind ja eh so wenig Leute hier im nationalen Lager und in Deutschland allgemein und die Gesamtsituation ist schlecht und wenn man sich jetzt da aufsplittet und so, das ist natürlich auch so ein alter Gedanke, gerade in nationalen Kreisen, wo man immer so sagt, wir müssen alle an einem Strang. Ja, Mensch, wenn die AfD, wenn die NPD oder jetzt die Heimat und die Rechte und der Dritte Weg, wenn die sich alle zusammenschmeißen würden und dann wären mal so viele Leute.
Jeder will aber sein Süppchen kochen. Nicht unbedingt. Also es ist ja auch nicht immer so, dass man jetzt sein eigenes Nest braucht, ja, um dann der Hahn sein zu dürfen oder so. Es gibt ja auch inhaltliche Unterschiede, die man sehen muss. Und dann muss man dazu sagen, dieser Wunsch nach Zusammenarbeit oder wir gemeinsam an einem Strang, den gab es ja schon immer. Den gab es auch in anderen Zeiten. Auch in der jüngeren deutschen Geschichte wurde über sowas gesprochen. Aber man musste halt immer feststellen, es kommt am Ende auch drauf an, wer hat die besseren Argumente, wer zieht die besseren Leute, wer sorgt letztlich auch darum, dass das, was man redet, auch tatsächlich gelebt wird. Ja? Also, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich in viele Strukturen, wo ich mal reinschnuppern konnte, auch in meiner Entwicklungszeit, im Nachgang natürlich viele Sachen, aber auch selbst in aktiven Zeiten, wo Leute da eben tätig waren, wo man tatsächlich von Charakterschweinen sprechen kann, die da irgendwo hier und da tätig waren, die viel versaut haben. Und damit ein bisschen, die gibt es natürlich überall. Aber man muss es doch verhindern können. Ja? Man muss versuchen, es zu verändern, ja. Das ist richtig. Richtig. Aber das funktioniert nur auf dem kleinen Nenner, meiner Meinung nach. Also man kann das in kleinen Strukturen, was heißt klein, aber zum Beispiel in gewissen Strukturen hier vor Ort wird darauf geachtet. So, also das kann ja nur jeder, das kannst du nicht global machen, meiner Meinung nach. Du kannst jetzt nicht gucken, wer im Ruhrgebiet, dass da alle rausgehalten werden und so weiter. Das ist sehr schwer, in kleinere Strukturen dann einzudringen, beziehungsweise da zu verändern. Würde ich widersprechen in dem Sinne, dass ich sage, die Frage ist halt, wenn man weltanschaulich gefestigt ist, dann gibt die Weltanschauung ja schon vor, nach welchen Leitlinien, also das Wertekostüm, was man sich ja gegeben hat über die Weltanschauung, gibt ja vor. So. Und anhand daran kann ich ja schon allein aussieben. Ja, weil ich sage, wenn einer weltanschaulich gefestigt ist und weiß, um was es drauf ankommt, wie man sich zu verhalten hat, dann weiß er auch, was er hinten anzustellen hat. So. Aber wer, ja, aber wer, also es gibt auch sehr viele Moralapostel in einer Bewegung. Und nach den Vorstellungen wären ja dann vielleicht sogar 90% nicht mehr da. Also ne, es gibt, also man muss halt einen Mittelweg finden. Immer eine Tür offen lassen, ja. Das ist ja auch das. Ich meine, ich habe auch Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich mit Sicherheit mit dem entspreche, wie ich mich heute verhalte oder was ich heute erwarte. Das ist ja vollkommen klar. Das ist ja auch eine Entwicklung. So, es kommt ja keiner auf die Welt und hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Definitiv nicht. So. Ja. Aber Fehler zu machen ist auch nicht schlimm. Die Frage ist nur, muss ich es immer wieder machen? So, und im nationalen Lager ist halt eben das Problem, und ich sage gerade so immer, im Alt-NW, von dem wir uns ja schon gelöst haben, gedanklich auf jeden Fall gelöst haben, wobei ich natürlich dazu sagen muss, natürlich haben wir auch Kontakte in diese ins alte Lager, sage ich jetzt mal, zu Recht auch. Es gibt gute Leute dort, ja, aber überall. Ja, aber ich denke halt immer, wenn wir uns daran festmachen, dass man weiß, man hat nicht viel Zeit, seines eigenen Lebens sinnvoll einzusetzen, dann ist es doch vollkommen klar, dass ich die Zeit mir dann aber auch wirklich so einteile und mir die so präge und ausstatte, dass es einfach effektiv ist, was ich mache. Ich stelle mich doch nicht in einen repressiven Staat mit Leuten auf der Straße hin oder gehe in eine Organisation rein, wo ich von vornherein weiß, dass es viele, viele gibt, die das hier überhaupt nicht ernst meinen. Aber dafür lasse ich doch nicht meine Familie zu Hause sitzen mit Kind und Kegel jedes Wochenende, renne dann hier am Wochenende rum auf der Veranstaltung und Demonstration und was auch immer, predige vor anderen Menschen, wie es besser laufen könnte, ja, lass meine Familie dafür allein und dann am Ende weiß ich aber, dass ich hier mit Leuten unterwegs bin, die ihr Küchenstudio bezahlen oder was auch immer für Absichten hatten, wo Gelder reingeflossen sind, Spenden reingeflossen sind, wenn ich weiß, dass manche Leute ihren letzten Euro in den Topf reinschmeißen für die gute Sache dann für irgendeinen Blödsinn ausgegeben wird, der uns 0,0 weitergebracht hat, der in die eigene Tasche gewirtschaftet wird und vieles einfach vergessen wird immer. Wir sind nicht viele. Der könnte uns nicht leisten, bestimmte Leute wegzubringen oder auszuschließen, weil wir ja so wenige sind. Ich denke einfach, dass es falsches Denken ist. Aber wenn ich die wenige Zeit nutze, um mit guten Leuten, egal welcher Struktur, zusammenzuarbeiten, dann ist es doch noch effektiver. Also ich zum Beispiel persönlich bin niemand, der irgendwie auf irgendwelche anderen Parteien guckt oder sonst was, sondern ich arbeite mit Leuten zusammen und das Deutschland europaweit mit Leuten, die genauso denken wie ich und die genauso den Weg, das Ziel sehen. Mhm. Also da ist es mir aber egal, welche Struktur das ist. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, auch das ist wieder, wenn man halt dann sich weltanschaulich festigt. Und ich denke mal, das passiert erst ab einem bestimmten Punkt. Das hat man ja mit 15, 16, 17 oder sonst was. Das hat man einfach nicht. Dafür fehlt die Menschenkenntnis, die Lebenserfahrung, das fehlt alles. Ja. So, aber wenn ich das ab einem bestimmten Punkt habe und dann sehe ich halt eben auch Strukturen, nur weil jemand Deutschland schreit, heißt es ja noch lange nicht, dass er eine gefestigte Weltanschauung hat. Und es gibt halt leider auch Strukturen, die keine gefestigte Weltanschauung haben, auch wenn sie das behaupten. Aber man sieht es ja eben durch bestimmte Aktivitäten, durch politische Äußerungen, die getätigt werden, dass die eben so nicht gegeben ist. Mit denen muss man ja auch nicht zusammenarbeiten. Ja, muss ich eben auch nicht. Richtig. Aber trotzdem, aber dann kann man ja mit anderen zusammenarbeiten.
kann man vielleicht zu einer anderen Partei, zu einer anderen Strömung, zu einer anderen, keine Ahnung. Also es ist ja nun mal bei uns auch so, man hatte das Recht als Partei. Ne? Das ist ja bei uns auch so. Wir haben ja bei uns die Struktur geschaffen, was ich ja vorhin jetzt auch schon erwähnt hatte, dass wir 2013 eben dazu gekommen sind, bundesweit mit Leuten zusammengekommen sind und überlegt haben, wie kann man was machen, was ist das Sinnvollste, wie kommen wir unserem Ziel am nächsten. So. Und zwar vollkommen klar, irgendwelche unorganisierten freien Strukturen, die auf regionaler Ebene, jeder macht sein eigenes Ding, du hast bundesweit keine Anlaufstelle, schlecht. So. Bestehende parlamentarische Parteien, die es bis dahin gab, unattraktiv. Mhm. So. Und wenn wir uns jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir uns das jetzt mal angucken, wie sich wer so entwickelt hat, war die Entscheidung nicht ganz falsch. Ja? Also natürlich hätten wir da jetzt in den Prozess mit einsteigen können, wenn man das gewollt hätte und hätte sagen können, wir versuchen jetzt von innen heraus, vielleicht kann man sich durchsetzen, kann das reformieren, wie auch immer. Es hat ja aber gezeigt, es ging ja eher nach unten. So, ja? Und egal, wer da jetzt vorne dran stand oder steht, die Bewegung ist nach unten. Also es ist ja erkennbar, deswegen auch, dass sich manch einer vielleicht umbenennt oder wie auch immer. Und da muss man auch wieder sehen, ich sehe das ja auch nicht als Nonplusultra an. Nur weil jemand mal eine gewisse Zeit existiert hat, heißt es ja nicht, dass kein Weg an den vorbeiführt. Mhm. Es ist ja nicht das Nonplusultra, dass ich sagen muss, oh, das ist jetzt die Speerspitze des Nationalismus. Das war es schon immer, es wird schon immer. Das ist die Heimat für jeden und wie auch immer. Das mag man so sehen, aber ich sehe es eben nicht so. Und viele andere eben auch nicht so. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja? Aber weil man das immer so einschätzt, warum nicht da reingehen und versuchen, die zu verändern? Ja, warum muss ich das? Ich meine, wenn ich sehe, dass... Nein, meine Frage war nur darauf bezogen von 2013. Okay. Danach war es ja gegessen. Also ihr habt euch ja gegründet, ne? Das war okay. Für mich persönlich ist wirklich fast nur noch wichtig das Abstammungsprinzip der Leute und die... Gemeinschaft dahinter. Die Parteien spielen für mich keine Rolle mehr großartig. Aber genau, dann habt ihr euch ja gegründet. Also darum ging es mir dann. Da ging es mir um, warum damals. Ne? Vielleicht wäre die Entscheidung heutzutage anders, weiß ich nicht. Wobei... Eigentlich nicht. Gut. Also man muss ganz klar sagen, ja gut, man hat sich dann gegründet, hat natürlich dann auch mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, in den jeweiligen Organisationen, wo der ein oder andere tätig war, da sind trotzdem auch verschiedene Strömungen natürlich da zusammengekommen, aber natürlich auf dieses Konzept geeinigt, so wie es sich dann jetzt entwickelt hat. Und eben auch das mit der Fördermitgliedschaft zum Beispiel, dass das bei uns halt eben so eingeführt wurde, um zum einen natürlich den Interessenten die Möglichkeit zu geben, erstmal uns kennenzulernen. Das heißt, man muss erst Fördermitglied sein und dann... Ja, also was heißt muss? Ja, es ranken sich Mythen. Mhm. Ja. Ja, dann. Aber es ist tatsächlich so. Hau raus. Ja, naja, na gut, gibt ja immer irgendwelche, die dann zum Selbsterhalt oder wie auch immer, wird ja vieles erzählt. Man kann das ja einfach fragen, das bin ich heute hier zum Beispiel. Okay. Dafür ist es da. Aber es ist ja so, ich meine, die Fördermitgliedschaft, natürlich, wir wollen ja Leute auch kennenlernen. Ja, wir nehmen uns das Recht raus, natürlich auch als Organisation zu sehen, wenn sich jemand bei uns meldet, wer ist das? Passt der zu uns politisch, charakterlich? Warum meldet er sich bei uns? So, die Zeit nehmen wir uns. Andere machen das vielleicht nicht. Da kannst du allein einen Mitgliedsantrag im Internet runterladen, füllst das Ding aus, schickst es ein, bist es. So, ob das nun immer gut ist, mag dahingestellt zu sein. Wenn ich aber weiß, dass viele Organisationen sich im Laufe ihres Daseins irgendwann nur noch mit sich selbst beschäftigen, bei irgendwelchen Schiedsgerichtsverfahren, Mehrheitsfindungen innerhalb der Flügel, wie auch immer, das haben wir überall. Ja, das gibt es auch bei der SPD, das gibt es auch bei der CDU, da gibt es den Schüttel-George, der halt dann Vetternwirtschaft betreibt in der CSU. Oder wir haben andere bei der SPD, die dann irgendwie durch irgendwelche kinderpornografischen Sachen auffallen. Da sind sie dann auch alle totunglücklich, weil sie sagen, oh Gott, das hätte man nie gedacht. Ja. Gut, man kann nicht in jeden 100% reinblicken, aber man kann zumindest die Möglichkeiten, die man hat, doch gucken, mit wem möchte man dann eben diesen Kampf führen. Unter der Weltanschauung, unter der wir stehen, mit dem Werkzeug, das wir eben zur Verfügung stellen, in dem Sinne halt unsere Partei, schaut man sich die Leute vorher an. Das ist unsere Möglichkeit als Organisation. Aber natürlich hat auch der Interessent die Möglichkeit, erstmal zu gucken, ob das wirklich meine Heimat sein kann. Ja? Wo ich mich politisch betätige, wo ich meine Freizeit opfer, meine Familie zurückstelle, wenn ich damit reingehe und sage, ich tue hier politisch arbeiten. Mhm. Das ist die Möglichkeit der Fördermitgliedschaft schon mal. Wenn dann jemand aber dabei ist, der sagt, das ist mein Ding, hier möchte ich mich einbringen, ich möchte hier mit verändern, möchte das mitprägen, dann wird er halt quasi vollwertiges Mitglied und hat auch Möglichkeiten dann eben bei Parteitagen oder wie auch immer, wo dann eben der Kurs der Partei mitbestimmt wird oder wie die Partei sich entwickelt, ist er auch stimmberechtigt. Ja? Wir sind bisher damit ganz gut gefahren, dass wir es so machen, wie wir das machen. Natürlich gibt es auch eine gewisse Fluktuation, ist auch ganz normal, dafür gibt es ja die Fördermitgliedschaft, wo Leute gucken und dann wieder gehen, es ist so.
Ja, aber mit den Leuten, die dann wirklich in den Aufbauprozess mit reingehen, in das, was wir überall versuchen eben aufzubauen mit unseren Büros und alles, was sich so im Laufe der Zeit auch entwickelt hat, mit den Arbeitsgruppen, die es da gibt, das sind ja alles Zeugnisse von den Charakteren und Persönlichkeiten, die im Laufe der Zeit zu uns gekommen sind. Und es wächst halt eben mit den Leuten, die zu uns stoßen, wächst das Angebot. Es wird halt breiter, weil natürlich auch manche Leute eben Fähigkeiten, Möglichkeiten mit sich bringen, die das Ganze bereichern. So. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und das vereinfacht uns ja auch unser Arbeiten, weil wir uns eben nicht dem Zwang aussetzen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, indem wir ständig irgendwelche Konflikte, die mit irgendwelchen Egomanen oder Egozentriker oder wir kennen das ja alle. Gerade das nationale Lager ist ja immer so ein Magnet für Scheiße. Ja, ja? Definitiv. Also ich, wie gesagt, ich bin ja auch nicht jetzt der absolute Verfechter, dass man. Ich glaube aber, dass diese Probleme auch kommen, wenn man eine gewisse Größe hat. Und das zum Beispiel hat die AfD das Riesenproblem. Wie gesagt, ich bin da kein Fan von der AfD, aber es war natürlich erstmal krass, dass die alles Mögliche geschafft haben, aber gar keine Leute haben, um die Position zu besetzen. Und da geht natürlich diese ganze Schlammschlacht los. Und ich glaube, dass das auch passieren könnte, wenn, ich sag mal, der dritte Weg dann größer wäre. Ne? Die NPD zum Beispiel hat 6.000 Mitglieder, 5.000, 4.000, keine Ahnung, irgendwie so. Ne, davon, 3,2. Ne, davon ist die Hälfte schon etwas älter, aber ja. Ne? Nein, aber man weiß es halt nicht so. Aber es ist doch logisch, wenn was groß wird, dass es viele Leute gibt, die dann dagegen steuern. Und das kann, glaube ich, meiner Meinung nach jedem passieren. Kann, ja. Natürlich, also wir wollen uns ja nicht der Illusion hingeben, dass man jetzt eine Möglichkeit schafft, die das völlig ausschließt. Natürlich nicht. Aber ich muss doch gucken, dass ich mit den Möglichkeiten, die ich eben selber schaffen kann, ja auch, das so weit wie möglich einschränke. Dass immer das Wesentliche im Vordergrund bleibt, sich nämlich um das Wesentliche in dem Fall ist ja natürlich die Veränderung der Verhältnisse. Ja, so. Definitiv. Und nicht die Selbstbespaßung durch der Blase, in der man sich dann eben bewegt. Ja? Die AfD zum Beispiel, die war ja nie homogen. Nie. Das war schon immer eine Sammlungsbewegung. Deswegen natürlich auch die Schwierigkeit, die immer haben, dass Erfolge, die vielleicht parlamentarisch jetzt augenscheinlich für jeden ja wahrnehmbar ist, heißt ja noch lange nicht, dass ich erfolgreich bin in unserem Sinne. Nee. So. Und das war ja auch eben bei der NPD, damals noch NPD, war das ja ebenfalls der Fall. Also wenn ich sehe zum Beispiel in Sachsen, hat uns natürlich zu der damaligen Zeit, als sie in Sachsen in den Landtag eingezogen hat, natürlich viele beflügelt. Weil das, egal wo man jetzt zu der Partei da stand oder wo man sich engagiert hat, es war auf jeden Fall ein Zeichen, dass man mit einer bestimmten Politik in Deutschland auch Erfolg haben kann. Mhm. Parlamentarisch. Das draus, was macht man draus nach zwei Legislaturen, steht wieder auf einem anderen Blatt. Ja. So, das muss man aber trotzdem, so blöd wie es ist, auch selbstkritisch dann halt mal hinterfragen. Und das ist halt auch so eine Problematik, gerade in nationalen Kreisen. Wir sind, ich habe das früher auch immer den Leuten gesagt, und es ist ja auch so, wer sich im nationalen Lager engagiert, muss erstmal lernen, mit Niederlagen umzugehen. Weil wir ja immer so, das ist ja ein dauerhafter Begleiter von uns. Wir sind immer die Geprügelten irgendwo. Und was halt im nationalen Lager auch in seiner Gesamtheit immer gefehlt hat, in einem gewissen Rahmen, ist auch sowas wie Selbstbewusstsein. Man sucht ja immer sein Heil in der Ferne oder von Fremden, die einem irgendwo helfen dann. Ja? Der eine hofft auf Trump, das sind dann so die konservativen Kreise, die wollen dann den Trump, die nächsten schreien nach Putin. Das sind immer Fremde. Man selber tut sich gar nichts mehr zutrauen. Ja? Die deutsche Interessen oder wie wir was nach unserem, für unser Volk eben, die Frage gibt es gar nicht. Mhm. Man guckt immer, wer kann uns irgendwo helfen. Ja? Und auch Erfolgsgeschichten, die irgendwo stattfinden, ob das jetzt von den Identitären zum Beispiel ist, die dann natürlich über bestimmte Aktivitäten in der Öffentlichkeit breite Resonanz gefunden haben, ob die jetzt auf irgendein Denkmal hochgeklettert sind oder eine Banneraktion irgendwo spektakulär in Szene gesetzt haben, hast du sofort gemerkt, wie im nationalen Lager plötzlich jeder irgendwo hochgekrabbelt ist und wollte das auch. Ja, so, und daran merkst du einfach diese Sehnsucht nach Erfolg. Und diese Sehnsucht nach Erfolg zieht aber immer etwas mit sich, was negativ ist, nämlich, dass es gar nicht mehr ums Wesentliche geht. Das ist das Problem, was die Parteien auch gerade in Nationale oder ob das jetzt die Konservative ist oder eben auch Truppen wie die AfD, parlamentarisch Erfolg gehabt, aber in der Basis gar nichts gemacht. Das war auch das Problem in Sachsen. Der Erfolg war, der hat die überrollt. Kein Mensch hat bei der ersten Nummer dran gedacht, dass man wirklich reinkommt. Ja. So, dann ist man reingekommen, dann haben die schon so drin gesessen, weil sie auf die hinteren Plätze geguckt haben und wussten, was da sitzt. Weil man natürlich früher, man kennt es ja, Listen wurden aufgestellt, Listen wurden vollgemacht. Ja, ne? Und dann kriegst du schon das Zittern, wenn du dran denkst, dass da manche in den Landtag reinkommen und dann, oh Gott. So, und das haben wir ja dann letztlich auch erlebt. Hat nicht lange gedauert, bis die ersten abgewackelt sind. Die dann natürlich schön in die Kameras rein
gequatscht haben, dass es so überraschend ist, dass das ja eine ausländerfeindliche Partei ist. Habe ich ja gar nicht mitgerechnet. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich gar nicht dabei. Ja, das stimmt. Ja. Das sind so Beispiele nur. Ne? Und bei der AfD erlebt man es ja jetzt genauso. Ich meine, natürlich ist es interessant zu sehen, wie sich die Gedankenwelt unserer Gesellschaft in bestimmte Richtungen öffnen. Jetzt kann man das als Durchlauferhitze sehen und sagen, schön, dass hier manche Türen geöffnet werden. Man muss aber immer die Frage stellen, wie kann man das, was dann zum Vorteil für uns sich entwickelt, dann auch tatsächlich nutzen. Ja, klar. Und bei der AfD, nur weil die im Landtag sitzen, sitzen sie bei mir in Brandenburg auch und in vielen anderen Landtagen mit sehr hohen Ergebnissen, heißt es ja noch lange nicht, dass die deutsche Jugend, die es ja nach wie vor in bestimmten Regionen Deutschlands noch in einer gewissen Form gibt, irgendwie besser gestellt wäre als davor. Was ändert sich denn tatsächlich? Nur weil die im Landtag sitzen oder eine bestimmte Kraft im Landtag sitzt, ändert sich direkt gleich was? Wird das Geld, was man bekommt, und da ist die AfD mit einem dreistelligen Millionenbetrag im Jahr dabei, fließt das irgendwo hin, wo wir alle sagen, schön. Obwohl ich kenne viele Leute, die in nationalen Kreisen die AfD wählen, weil sie halt erfolgreich sein wollen, auch, mit dabei sein wollen. Ich wähle halt die, weil die schaffen es. Ihr habt zwar recht, aber ich wähle dann doch lieber die. Wo führt es hin? In Dortmund haben auch viele die gewählt, die ich kenne. So Fußball und so weiter, Spektrum. Und im Endeffekt haben sie dann für Moscheen, für zwei Moscheen mitgestimmt, ne? Und auch für die Moschee halt gestimmt. Ne? Kam natürlich nicht raus im Stadtrat, kam nur durch unsere Arbeit dann halt raus, weil wir da auch noch drin sitzen. Aber warum haben sie es gemacht? Ne? Einfach nur, damit sie mit bei den Großen mitstimmen können. Also im Endeffekt keine Opposition, aber im Wahlkampf dann erzählt, dass hier die Migration so schlimm ist im Ruhrgebiet. Und dann selber für Moscheen stimmen. Das ist quasi AfD Westdeutschland, Dortmund quasi. Aber wie gesagt, das ist sollte klar sein oder sollte den Leuten bewusst sein. Was jetzt aber nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch ist, der auch ganz viel bei den Fragen ist, Thema Jugendarbeit. Mhm. Jugendarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, wurde von den Parteien null durchgeführt bis jetzt. Ne, jetzt natürlich die JN, damals gab es eine Hochphase, als noch einige gute Akteure da zugange waren. Da gab es eine Hochphase der JN, danach sind viele weg. Und dann war die JN brach quasi und es gab auch keine Jugendarbeit mehr von der Partei aus. Ne, wir haben hier in Dortmund immer Jugend gehabt, also wir haben immer Zulauf gehabt in irgendeiner Form, weil Sigi immer gesagt hat, das Wichtigste ist die Jugend. Ne, und da hat er auch völlig recht gehabt. Aber der dritte Weg kam jetzt oder ist jetzt seit einem Jahr, würde ich sagen, zwei Jahren extrem dabei, viele Jugendliche anzuziehen, auch durch Social Media, was vorher auch nicht so war. Ich beobachte das bei TikTok, bei Instagram und so. Wie kommt die Entwicklung? Oder war das schon von Anfang an ein Hauptziel, natürlich die Jugend anzusprechen? Nee, also ein Hauptziel eigentlich in dem Sinne nicht, weil man ja dazu sagen muss, dass wir in unserer Anfangsphase, was ja jetzt eben auch schon 10 Jahre her ist, ja. Wir haben ja dieses Jahr jetzt unser 10-jähriges, war es so, dass ja der Altersdurchschnitt unserer Mitglieder, die wir damals hatten, ja Leute aus der ersten Zeit eben schon ziemlich jung war eigentlich. Ja, also der Anspruch jetzt halt eine eigenständige Jugendorganisation zum Beispiel zu haben oder gesondert jetzt um die Jugend zu buhlen, war eigentlich so gar nicht gegeben. Es gab keinen Grund, sich als Jugendlicher irgendwie nicht verstanden, dass man jetzt irgendwie da nicht ankommt. Ja. Es gab dann erste Entwicklungen in die Richtung, dass es dann eine Arbeitsgruppe gab, Jugend. Aus dem Grund heraus, weil dann vermehrt sich junge Leute bei uns gemeldet hatten. Und das ging dann eigentlich recht schnell, dass dann, nachdem eben dieser Anspruch dann da war und wir denen auch gerecht geworden sind, da eben eigene Möglichkeiten zu geben, auch durch die Möglichkeiten, die wir haben mit unseren Räumlichkeiten, den Anlaufpunkte zu geben, sich zu entwickeln. Und das ging dann eigentlich nur plötzlich, wobei man ja natürlich feststellen muss, dass das so ein Phänomen ist, sage ich jetzt mal, weil es noch nicht ganz klar ist. Das werden wir vielleicht erst in 1 oder 2 Jahren erfahren, was uns da gerade jetzt hier so widerfährt, bundesweit gesehen. Es betrifft ja nicht nur uns, sondern allgemein ist feststellbar, dass wir momentan wieder mit einer Generation junger Menschen es zu tun haben, die bereit sind, sich wieder auch politisch zu betätigen und in dem Sinne natürlich auch zu unserem Gunsten im nationalen Sinne. Das sieht man ja, also wie gesagt, die JN jetzt auch wieder, ne, sehr aktiv, sage ich mal. Dann bei uns hier ist auch ein sehr, 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 sehr großer Drang an jungen Leuten, ne, die auf einmal Aufkleber, keine Ahnung, damit fängt es ja meistens an. Und deswegen beobachte ich das so deutschlandweit im Moment, dass da ein Trend wieder ist, wo wirklich junge Leute, viele junge Leute sich melden. Also bei uns ist natürlich so, wir versuchen natürlich auch jetzt einzubinden über die Jugendorganisation, die es da gibt, ganz klar. Was halt uns immer wichtig ist, auch das abzustecken, Leute, die zu uns kommen. Es ist ja auch breit, also es sind von Schülern, Studenten,
bis Leute, die halt schon arbeiten. Auch es kommt immer darauf an, welchen Werdegang halt natürlich jemand hat. Wir wissen natürlich, Leute, die jetzt zu uns kommen, die kommen quasi roh zu uns. Mhm. Was auch interessant ist, natürlich junge Menschen sind ja nicht vorgeprägt durch irgendwas. Und weil sie eben noch so jung sind. Und wir versuchen natürlich, die auch immer zu fördern. Wichtig uns ist uns immer, Schule muss erledigt sein, studieren, immer unterstützen. Das ist für uns das A und O, weil es mit, wir wissen ja jetzt halt aus den Erfahrungen heraus der letzten Jahrzehnte, wie wichtig das ist, sich in Positionen zu bringen, die letztlich dann der Gemeinschaft dienlich sind. Ja. Und dann nützt es eben nicht, sagen wir mal, wenn einer seine Jugend jetzt hier in aktiven Zeiten auf jeder Demo mit dem Gesicht verplört und alles andere zurückstellt, ja. Da hat er ja nichts von. Ja. Und wichtig ist halt wirklich, die Leute da auch zu fördern, den Grundstein zu schaffen, dass die das Potenzial, was sie in sich tragen, völlig auskosten können. Und da unterstützen wir natürlich auch dabei. Und das ist natürlich auch die Lebensweise, die wir natürlich auf dem Plan mitgeben. Das verschmilzt dann so ein bisschen mit uns, mit unserer AG, auch Körper und Geist, wo sich halt hauptsächlich darum auch genau, bemüht, da Sport, Ernährung. Also ich habe schon sehr, sehr viele junge Leute, die sich gemeldet haben über KDN. Habe ich schon dann, je nach Region, gucke ich immer, wer ist da aktiv. Ne, wenn das Brandenburg ist, schicke ich die zum dritten Weg. Ne, wenn es jetzt, keine Ahnung, Niedersachsen ist, würde ich JN sagen oder wie auch immer. Und da vernetze ich die Leute ja. Und da habe ich auch schon etliche junge Leute irgendwie weiter vermittelt. Durch diese AG Körper und Geist. Top. Und das ist halt auch so eine Sache, wo wir halt sehen, also ich meine, wir haben ja da auch gute Dinger, wo dann welche sagen, seit ich auf euch da gestoßen bin oder die haben das Rauchen aufgehört, den Alkoholkonsum gedrosselt oder ganz damit aufgehört und all solche Sachen. Ich meine, jetzt weiß ich ja selber, wie ich das in meiner Jugend war, wie ich sozialisiert wurde und wie da in nationalen Kreisen noch verkehrt ist und ich sehe jetzt die Entwicklung. Wurde dir da auch gesagt, Alkohol ist nicht gut? Ein Kind meiner Zeit, sag ich mal, ja. Aber es wäre vielleicht schon damals nicht schlecht gewesen, aber die Verhältnisse waren halt einfach anders. Ne? Brauchen wir drüber jammern? Ja, und über das Thema natürlich gesunde Lebensführung, das, was wir dann mitvermitteln, auch einhergehend mit der Jugend, haben wir natürlich auch das Gefühl, das sehen wir ja auch in der Resonanz dann, dass da schon ein anderer Schlag von jungen Leuten jetzt in unseren nationalen Kreisen heranwächst, als wir das vielleicht aus der Vergangenheit erkennen. Und das hat natürlich jetzt schon einen gewissen Stellenwert eingenommen und es baut natürlich auch die älteren Herrschaften bei uns auf, wenn sie sehen, dass da was Neues rankommt, was auch Substanz hat. Ja. Also wie gesagt, ich merke es ja auch, dass sich da ganz andere Leute melden. Ja gut, vor 15 Jahren wäre es oder vor 10 Jahren wäre es undenkbar gewesen, eine Kampfsportveranstaltung zu machen, als wir dann anfingen damit. Ne? Und da war der damalige Widerstand auch noch nicht so weit. Mhm. Also von daher. Genau, das war die Jugendarbeit. Und ansonsten, ich habe auf jeden Fall noch einige Fragen. Die sind wahrscheinlich nicht so kurz zu beantworten alle. Also es ist grad, wir haben bei Instagram mal ein bisschen gefragt und da waren natürlich teilweise die Dinge, die euch natürlich auch vorgeworfen werden und so weiter. Vielleicht kann man da ein paar Sachen mal aus der Welt schaffen. Ne? Gut, worin liegt der Unterschied zwischen Dritten Weg und den anderen Parteien? Ich muss ja die anderen Parteien jetzt nicht mehr extra nennen. Also gehe ich mal davon aus, es sind die nationalen Parteien gemeint. Doch. Ja, also die Heimat, gemeint. Also ja, ja. Die Heimat und die Rechte. Ja, also ich würde sagen, im Inhaltlichen auf jeden Fall, weil wir eine ganzheitliche Veränderung in dem Land anstreben. Das ist ja auch das, was wir in unseren Publikationen hier rausbringen, wenn wir sagen, wir wollen den deutschen Sozialismus durchsetzen hier. Und da gibt es halt hier eben diesen Schlingelkurs, nicht in dem Sinne, wie man es ja manchmal in anderen Strukturen, anderen parlamentarischen, nationalen Strukturen ja manchmal hat, wo das ein bisschen unklar ist, wo es eigentlich die Reise hingehen soll. Das ist eine Sache davon. Da könnte man jetzt natürlich auch noch verschiedene andere Aspekte im Politischen, ob das jetzt geopolitisch ist oder wie auch immer, könnte man da bringen. Aber das ist eine Sache zum Beispiel und natürlich auch in der Art, wie wir halt uns strukturieren. Da gibt es natürlich ganz klare Unterschiede. Mhm. Gut, die hast du ja vorhin erklärt, dass es da halbwegs ein bisschen... Ja, hoffe ich. Wer da Fragen hat, kann sich natürlich immer jederzeit gerne melden. Warum so eine klare Position zur Ukraine? Also man muss ja sagen, das nationale Lager wurde ja zum... Ja, also es hatte mich persönlich sogar sehr gewundert, wie gespalten auf einmal einige Leute waren. Na, die einen pro Russland, die anderen extrem pro Ukraine. Hm. Ich persönlich... lass mich da auf keine Seite festlegen. Ich habe da meine eigene Position zu und denke, man muss nicht immer alles nach außen tragen. Allerdings war es ja ganz extrem, dass der Dritte Weg sich ja ganz klar zur Ukraine bekennt, beziehungsweise Position bekennt. Warum? Dieser ganz klare Kurs. Der liegt ja eigentlich auch in unserer Weltanschauung eigentlich begründet. Also natürlich, wenn man jetzt sagt, Ukraine
Kurs Ukraine, also wir stehen jetzt nicht hinter der Regierung der Ukraine, so wie bei uns als Deutschen, wie ich hoffe ja auch nicht vorwirft, dass wir jetzt Scholz-Anhänger sind, nur weil wir in Deutschland leben. Ne? Aber ist natürlich so, wir sind antiimperialistisch eingestellt, das ist, gehört mit dazu. Und da, wenn wir sagen, wir sind Antiimperialisten, dann kämpfen wir ja nicht nur gegen den Imperialismus der USA oder Israels zum Beispiel, sondern gehört auch der Russische dazu. Ja? Das ist für uns auch ein imperialistischer Agitator auf der Welt, das kann man auch ganz klar nachvollziehen. Und in dem Sinne, was wir da erleben, ist halt auch, dass da halt die Ukraine oder das Volk der Ukraine in dem Sinne ausgeknipst werden soll. Ja, und wir kennen halt eben, haben natürlich auch Kontakte in die Region, die wir ja schon Jahre vorher gepflegt haben, kennen da ja auch die Verhältnisse da und solidarisieren uns in dem Sinne mit den Nationalisten in der Ukraine und natürlich einhergehend damit auch mit der Bevölkerung. Ja. Wie die Machtverhältnisse innerhalb der Ukraine sich mal gestalten werden, das liegt daran, wie die Menschen dann in der Ukraine sich das dann eben freikämpfen. Und man muss das auch mal im Umkehrschluss sehen. Hätten wir jetzt die Bedrohung von außen, wie würden wir uns da verhalten? Würden wir die weiße Fahne wehen lassen oder wie auch immer? Wir sind auch gegen die EU, sind auch gegen die NATO und mit denen, wo wir da zusammenarbeiten in der Ukraine, die sind auch keine Freunde der EU. Wir wissen, wo das hinführen würde. Wenn die Ukraine in die EU geht, dann ist das ihr Untergang. Ja. Ja. Also ja, bestimmt Brüssel, wie die Verhältnisse in Zukunft in der Ukraine da ablaufen. Ja. Und es kann aber auch nicht die Alternative sein, dass die Russen dort einfallen, ukrainisch verbieten und da eine neue Enklave draus machen, wie wir es halt schon zu Zeiten der Sowjetunion hatten. Ja. Also da muss man sich halt auch schon mal genauer mit auseinandersetzen. Wir haben da aber auch schon Nachrichten auf unseren Kanälen entsprechend abgegeben, auch wo man das ganz klar nachlesen kann, wie unser Standpunkt zu dieser Situation ist. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt hier, wie es uns immer nachgesagt wird, hier Zelensky-Anhänger sind oder NATO-Faschisten oder was auch immer da gemacht wird. Gibt solche Behauptungen, okay. Aber dem ist nicht so. Gut. Dann deine Meinung zum Projekt Zusammenrücken. Ich bin, es ist falsch aufgezogen, sage ich es mal so, es ist falsch benannt in dem Sinne, wenn ich sage, dass mitteldeutsche Gefilde bessere Anlaufpunkte wären als jetzt westdeutsche zum Beispiel. Ich kann da zum Beispiel nur sagen, unsere Struktur, wir haben mehr Mitglieder im Westen Deutschlands als im mitteldeutschen Raum. Und die Tendenz dazu ist auch immer noch so. Wir kriegen mehr Leute im westdeutschen Raum als im mitteldeutschen Raum. Dann muss man auch dazu sagen, ich sehe das Problem nicht im Westen und im mitteldeutschen Raum Deutschlands, sondern ich sehe das Problem zwischen Stadt und Land. Mhm. Da sind die Problematiken. Ich kann hier, bin ich mir sicher, selbst in NRW, wenn ich in die ländliche Region gehe, habe ich hier bestimmt auch Dörfer oder in der ländlichen Region das Gefühl, das ist noch deutsch. Da kann man sich auch wohlfühlen. Definitiv. Gehe ich in die Großstädte rein, habe ich das nicht mehr. Und das habe ich auch eben in Sachsen. Ich habe es ja eingangs schon mal gesagt gehabt, Leipzig, jeder Fünfte, über 100.000 Menschen allein in Leipzig. Das habe ich in jeder größeren Stadt, ob das Brandenburg, Sachsen-Anhalt, wie auch immer. Ich habe es überall. Die Frage ist die Rückzug. Also für mich ist es immer so ein bisschen wie Fahnenflucht. Ich gebe das Land auf, ziehe mich irgendwohin zurück in der Hoffnung auf was? Wenn die Bastion dann gefallen ist, ich mich selber kleiner mache, als ich bin, was kommt denn dann? Ja, kommt dann die nächste Idee, wir treffen uns alle in Argentinien irgendwo im Regenwald, roten uns ein Stück und dann machen wir es da schön. Also es ist für mich keine Alternative. Also der Ansatz ist für mich falsch. Ja, also meine Meinung habe ich dazu dem Michael schon gesagt, dass ich halt als Großstädter aus dem Westen, wie soll ich einem Jugendlichen, der hier groß geworden ist oder jemanden, der hier groß geworden ist, erklären, du musst jetzt auf dem Dorf nach Sachsen ziehen. Funktioniert einfach nicht, weil die Mentalität und die Lebenseinstellung ist anders. Und wir leben ja hier nun mal anders. Und warum sollen viele ihre Heimat verlassen? Der Westen ist nun mal die Heimat für viele. Und das ist nun mal. Ich muss auch sagen, für uns Mitteldeutsche muss man ja mal sagen, nur weil jemand zu uns zieht, heißt es ja noch lange nicht, dass es besser wird. Die Frage ist immer, die Menschen, die da hinziehen, was machen die dann? Engagieren die sich dann? Kümmern die sich drum, dass sie die Eindrücke, der Blick in die Zukunft, den sie im Westen Deutschlands hatten, versuchen sie es dann auch da, wo sie dann neu in ihre Heimat gezogen ist, zu verhindern? Ja. Oder leben die dann nur ihr Ding ab und sagen egoistisch, ich habe meinen Hof gehabt, meine Kinder waren auch auf deutschen Schulen, ihr habt Pech. Also nimmt ja auch schon Züge an mit dem Separatismus dann, dass hier Bundesländer sich verselbstständigen wollen. Meine, wenn man überlegt, wie viele ihr Leben gelassen haben und damit der Reichsgedanke letztlich umgesetzt wird und jetzt möchte ich das Reich wieder in einzelne Dinger zerstückeln. Das sind alles so Ausblühungen, kann ich nicht unterstützen. Ist der Strasserismus die politische Idee des Dritten Weges? Nee, ist er nicht. Warum sollten junge Leute zum Dritten Weg? Was ist der Unterschied? Gut, wir haben ja. Denk mal, das ist die Gesamtheit schon erwähnt worden. Genau, also mit der Jugendarbeit haben wir das ja. Die Frage ist noch, die werde ich noch. Warum so ein Sektenverhalten beim Dritten Weg?
Also so wurde die Frage gestellt. Ich kann das jetzt, würde das jetzt noch mal kurz ein bisschen erläutern. Es gibt manchmal das Gefühl für viele Leute, dass die Leute, die beim dritten Weg sind, sich ein bisschen absondern, auch innerhalb der Bewegung, und sagen, mit den anderen möchte ich nicht spielen, sondern wir machen unser eigenes Ding. Ob's, sei es bei Veranstaltungen oder bei ja, größeren Veranstaltungen vielleicht, wenn da was ist. Gut, die Frage, wirkt so. Ja, und das ist also wahrscheinlich damit gemeint. Die Bezeichnung natürlich ist jetzt dann vielleicht aber auch nicht ganz treffend. Also ich meine, jetzt zu sagen Sekte, da müsste ich jetzt analysieren, was ist denn eine Sekte und in welchen Merkmalen sieht man eine Sekte. Deswegen habe ich es ja nochmal erläutert, wie es gemeint ist. Dann wäre ich jetzt der Guru und also ich habe nichts davon, kann ich gleich sagen. Ich habe hier gar nichts davon in dem Sinne. Ich werde da jetzt nicht angehimmelt. Aber ich habe es ja schon mal erwähnt, auch vorhin schon gesagt gehabt, ne? Dieses, wie nutze ich meine Zeit? So, da muss man ganz klar sagen, wenn ein viele Strukturen und Formen des nationalen Widerstandes, so wie er mal existiert hat und so wie er teilweise ja noch vorhanden ist, eben, wenn einem klar ist, dass das einen nicht weiterbringt und man baut was Eigenes auf, das macht man nicht aus Jux und Dallerei, sondern weil man der Meinung ist, dass man natürlich mit dem Weg, den man jetzt eingeschlagen ist, eben besser vorankommt. Mhm. Natürlich kann man eines Besseres belehrt werden von anderen, dann bin ich gelehrig, ohne Probleme. Aber wenn ich mich dann aber wieder mit denen hinstelle, die ich verlassen habe, organisatorisch gesehen, untergrabe ich ja alles, was ich aufgebaut habe. Damit meine ich zum Beispiel eben zu gucken, passt jemand zu uns oder nicht. Wenn ich darauf achte zum Beispiel, dass am Infostand keiner steht mit seinem Lieblingsband-T-Shirt, so wie das bei uns gang und gäbe ist, ja, was dann vielleicht auch den Ruf wieder bringt, oh, die sehen so anders aus. Ich sag halt, jede Aktion, die in der Öffentlichkeit durchgeführt wird, ist ja eine Werbemaßnahme. Ich präsentiere nicht mich, sondern ich präsentiere die Weltanschauung. Das heißt, ich tue nicht meine Lieblingsband Mord und Totschlag da zeigen, als Beispiel, auf dem Hemd, und stehe dann da und versuche, meinen Volksgenossen oder den deutschen Landsmann zu überzeugen. Sondern ich versuche, die Weltanschauung zu transportieren. So, wenn ich das aber jetzt in einer Gemeinschaftsaktion mit einer Struktur mache, die da keinen Wert drauf legt, dann nutzt es überhaupt nichts, dass sich jeder bei mir dran hält, wenn dann 10 Mann mit bei mir da rumstehen, denen das alles scheißegal ist. Das jetzt nur mal so als ein Beispiel, warum es halt einfach manche Sachen gibt, wo wir keinen Sinn drin sehen, weil wir eben diese 50, 60 Jahre, mehr oder weniger, sinnvoll nutzen wollen. Das hat gar keinen Groll gegen bestimmte einzelne Leute. Für uns sind eher Protagonisten, die politischen Wege, die von manchen eingeschlagen werden, das Rumgeeiere von manchen, Name hin, Name her, Außendarstellungen und. Ja, es gibt so viele Beispiele, 444, was auch immer. Das sind so Sachen, die haben geprägt. Ja? Mhm. Und da gibt es für mich, warum sollte ich das? Meistgesehene Video. Ja, mag sein, aber es hat ja nichts gebracht. Es ist ja nun nicht so, dass jetzt Trier irgendwie das gallische Dorf geworden ist, in schlimmen Zeiten. Aber könnte es nicht vielleicht, also jetzt, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung dazu, könnte es nicht vielleicht auch falsch rüberkommen für jüngere Aktivisten? Also ich sag mal, wenn jetzt ein 18-, 19-, 20-Jähriger dann denkt, er hat jetzt das grüne T-Shirt an und ist jetzt was Besseres als andere. Na gut, kann das nicht auch falsch rüberkommen? Das ist eine Erziehungssache. Ja, also das ist immer, wie man mit Menschen halt auch redet. Bei uns wird offen drüber geredet. Natürlich reden wir drüber. Es muss sich keiner einbilden, nur weil er eine Klamotte von uns trägt, dass er besser ist wie jemand anders. Das ist ja eben das, was man nicht möchte. Aber die Gefahr sehe ich halt. Also, die kann es geben, aber das ist halt eine Sache der Kommunikation. Es ist ja genauso wie umgekehrt, im umgekehrten Sinne jeder von uns verteufelt wird, weil er als elitär oder wie auch immer hingestellt. Das ist ja kein Prädikat, was wir uns selbst ausgestellt haben. Das wurde ja an uns auch herangetragen. Ich würde mich ja nie hinstellen und sagen, ich bin die Elite von was denn? Ja, so, wir machen halt nur unsere Sache und die vielleicht konsequenter in manchen Sachen, als das im NW, im herkömmlichen NW, wie man halt so kennt, teilweise umgesetzt wird. Ich meine, ich kenne es ja noch. Ja, solche Leute wie Reitz zum Beispiel, der in nationalen Kreisen, den haben wir damals schon bekämpft. Ja? Ich fand sogar, dass der in seiner Zeit im Aktiven hat er noch mehr Schaden angerichtet, als das jetzt macht. Aber es gab immer noch genug Leute, die denen die Hand gehalten haben. Hätte es bei uns nicht gegeben. Ja, es ist so. Ja, nur weil einer gut reden kann, in Anführungsstrichen, dann war er halt der Einäugige unter den Blinden. Aber gut, aber da gibt es immer mal Ausnahmen. Also ja. Nur so mal, man muss, dass man vielleicht versteht, auch woher manches kommt. Man muss halt auch mal, das ist das, was der NW nicht kann, sie können nicht selbstkritisch sein und sie sind sehr vergesslich. Gut. Ja, an sich wären wir soweit durch, denke ich. Hättest du noch irgendwas, was du den Zuschauern noch mit auf den Weg geben möchtest? Nutzt eure Zeit, die euch zur Verfügung steht, sinnvoll. Falls ihr die Leute seid, die vielleicht auch Kinder in die Welt setzen, eure Kinder werden es euch danken. Also,
Wenn euch dieses Video gefallen hat und auch wenn nicht, Daumen nach oben natürlich, teilen im Freundeskreis, im Kameradenkreis, unterstützt unser Projekt und wie gesagt, alle Kanäle abonnieren. Dankeschön und bis demnächst.